zusätzliche Informationen von Grigori Grabowoi zu den Themen der Seminare, die Lehre von Grigori Grabowoi über Gott, Erschaffung der Ewigkeit, Seminar vom 4.2.2004. Die Lehre von Grigori Grabowoi über Gott, Steuerung im Bereich der Ewigkeit, Seminar vom 6.4.2004. Während dem Unterricht mit 22 Geräten PRK 1U in Belgrad am 28. Februar 2020. Ich möchte heute Informationen zum Thema meines Seminars, meine Lehre über Gott, die Erschaffung der Ewigkeit hinzufügen. In diesem Thema möchte ich das Prinzip der Erschaffung der Ewigkeit in den lokalen Prozessen betrachten, die den Menschen und andere Lebewesen direkt umgeben, sowie das Zusammenwirken dieser Prozesse mit der inneren Struktur des Menschen, mit dem Organismus, um ewiges Leben für alle zu gewährleisten. Wenn wir die Luft in der Nähe des Menschen betrachten, können wir eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Wirken von Seele, Geist und Bewusstsein erkennen. Gemeint ist, dass man in den Prinzipien, in den allgemeinen Prinzipien der Erschaffung der Ewigkeit Ähnlichkeiten finden kann. Nun, selbstverständlich, wenn wir die Handlung des Geistes durch das Bewusstsein im entfernten Bereich des Wahrnehmungsraumes betrachten, dort, wo die Handlung der Seele in der vorangegangenen Zeitperiode war und auch in der zukünftigen Zeitperiode existiert, dann ist auf der Denkebene für die Wahrnehmung diese Handlung ähnlich wie die Bewegung der Luft. Und wenn wir über die Erschaffung der Ewigkeit, zum Beispiel für die Seele, den Geist und das Bewusstsein sprechen, ist es gewissermaßen ein innerer Prozess des Menschen und wir können diesen Prozess in die äußere Umgebung übertragen, wenn die äußere Umgebung das ewige Leben gewährleistet, durch Konzentration auf den eigenen physischen Körper. Das heißt, wir können die Ewigkeit durch verschiedene Kombinationen in den Handlungen von Seele, Geist und Bewusstsein erschaffen. Durch verschiedene Handlungen oder Variationen von Kombinationen dieser Handlungen, gerade von Seele, Geist und Bewusstsein, das heißt in unserer Wahrnehmung, und dann diese Ewigkeitsstruktur auf der Ebene der gleichartigen Wahrnehmung der Handlung des Geistes und der Luft in die äußere Umgebung übertragen. Technologisch muss man sich den Wahrnehmungsraum vorstellen, in dem die Arbeit ausgeführt wird. Und in diesem Raum die Sphäre der Handlung, der Seele, des Geistes und des Bewusstseins hervorheben. Dabei kann es zum Beispiel drei Handlungssphären geben. Eine Sphäre der Seele, die zweite des Geistes, die dritte des Bewusstseins. Und um mit diesen Lenkungssphären die Ewigkeit zu erschaffen, muss man die Handlungen des steuernden Hellsehens und der steuernden Prognose verbinden. Das heißt, wenn wir über das steuernde Hellsehen sprechen, dann sind zunächst die Handlungen in aktueller oder vergangener Zeit gemeint. Und obwohl das steuernde Hellsehen irgendwelche zukünftigen Zeitabschnitte betreffen kann, gibt es dafür dennoch separate, spezielle Grundlagen der steuernden Prognose. Wenn wir also diese beiden Steuerungen in einer Sphäre verbinden, gehen wir in die Struktur Zeitlosigkeit über. Das heißt, die Kontrolle über die Zeit erfolgt innerhalb der Bewusstseinssphäre. Das heißt, in der Tat haben wir jetzt in der Lenkungskonstruktion vier Sphären, wo die vierte Sphäre eine vereinigte Lenkungsstruktur durch das steuernde Hellsehen und die steuernde Prognose gleichzeitig ist. Und die Überführung dieser drei Lenkungsstrukturen, nämlich der Lenkung durch die Seele, den Geist und das Bewusstsein, erfolgt durch diese vierte Sphäre in die äußere Realität, in die physische Realität. Und so kann man in der Struktur der äußeren Umgebung, zum Beispiel der Luft, deutlich ausgeprägte Elemente der Ewigkeit haben. Das heißt, einerseits ist es so, als ob es die gleiche Luft wäre, aber wenn man es sich durch das steuernde Hellsehen näher ansieht, dann sieht man diese Strukturen der Ewigkeit,
die generell in der Statik oder in einer geringen Dynamik sind. Und so kann man nun quasi absolut reine, nicht mit irgendwelchen äußeren ungünstigen Komponenten verunreinigte Luft haben. Das heißt, man muss dafür nur noch diese drei Lenkungssphären der Seele, des Geistes und des Bewusstseins hervorheben und sie durch die Sphäre des steuernden Hellsinns und der steuernden Prognose in die äußere Umgebung überführen. Und wie in dieser Technologie zu sehen ist, betrachten wir dabei im Grunde genommen nicht die eigentliche Erschaffung der Ewigkeit mit Hilfe von drei Komponenten, zum Beispiel der Seele, des Geistes und des Bewusstseins. Es ist klar, dass mit diesen Komponenten die Ewigkeit geschaffen werden kann. Das ergibt sich schon aus der einfachen Tatsache, dass die Seele ewig ist und der Kontakt der Seele mit dem Geist auch eine ewige Handlung ist. Und in der Tat ist die Statik des Bewusstseins einer beliebigen Persönlichkeit auch ewig. Das heißt, das, was den Geist und die Handlung der Seele verbindet. Das heißt, gerade dieses Element des Bewusstseins ist ewig. Und die Ewigkeit des Geistes besteht in der Unendlichkeit seiner Handlung in jedem Augenblick. Das heißt, wenn man sich diese drei Steuerungssysteme genauer ansieht, dann hat jedes davon tatsächlich Elemente der Ewigkeit. Wenn die Seele von vornherein im Ganzen komplex ewig ist, sind die beiden anderen Parameter ewig in Dynamik. Und nachdem wir die Sphären hervorgehoben haben und gelernt haben, die äußere Umgebung, die an den physischen Körper angenähert ist, zu steuern, zum Beispiel die Luft, indem wir dieser Umgebung, der Luft, solche Eigenschaften verleihen, die dafür notwendig sind, um das ewige Leben zu gewährleisten, um die Abwesenheit von Krankheiten zu sichern, so kann man sehen, dass wir diese Methode auch nutzen können, um nicht nur die Luft, sondern auch jedes andere Medium, Flüssigkeit, irgendein festes Medium, in einem beliebigen System der äußeren Realität in Bezug auf den physischen Körper zu steuern. Aber wenn Sie zum Beispiel einen festen Körper aus der angenommen umgebenden Welt betrachten, dann müssen Sie einfach in die Sphäre, die das steuernde Hellsinn und die steuernde Prognose enthält, die Sphäre des Bewusstseins hinzufügen. Und dann, indem Sie sich neben irgendeinem festen Gegenstand befinden, führen Sie ihn in die Norm der Gewährleistung des ewigen Lebens ein. Diese Technologie kann unter anderem auch verwendet werden, um die äußere Umgebung zu normieren. Wenn in dieser Umgebung beispielsweise infektiöse, virologische, bakteriologische Komponenten vorhanden sind. Und dabei können Sie eine Steuerung anwenden, wenn Sie die Sphäre des steuernden Hellsehens, der steuernden Prognose und zum Beispiel des Bewusstseins gerade für feste Gegenstände der äußeren Umgebung hervorheben. Es ist möglich zu sehen, dass wenn Sie zwischen diesen Sphären eine Handlung ausüben, das heißt einen Bewusstseinsstrahl ziehen, der von Ihrem physischen Körper ausgeht, dann können Sie die physische Umgebung nicht nur in der Nähe Ihres physischen Körpers, zum Beispiel in einem Radius von 20 Metern normieren, sondern überhaupt in einer sehr großen Entfernung, zum Beispiel von 1000 Metern und mehr, abdecken. Dabei wirken diese Wellen der Steuerung, wenn Sie zum Beispiel mit den Bewusstseinsstrahlen vom physischen Körper aus arbeiten, im Prinzip irgendwo in der folgenden Variante, zum Beispiel bis zu 20 Meter, bis zu 1000 Meter, dann über 1000 Meter. Wir betrachten einen Strahl, der vom physischen Körper ausgeht, oder zwei Strahlen. Und sie beginnen quasi die Sphäre des steuernden Hellsehens, der steuernden Prognose aufzuteilen, voneinander zu trennen oder die Sphäre des Bewusstseins und der steuernden Prognose. Wenn der Strahl zwischen diesen Sphären hindurchgeht, geschieht eine Normalisierung der äußeren Umgebung. Wir müssen die folgenden Perioden der Steuerung betrachten. Der erste Impuls bis zu 20 Meter, der zweite Impuls, verstärkter Impuls mit Willensanspannung bis zu 1000 Meter. Und wenn Sie die Steuerung noch verstärken oder angenommen das Gerät PRK1U einsetzen, einfach verstärken oder die persönliche Konzentration erhöhen, dann können Sie über 1000 Meter im Raum abdecken.
Und wenn die Rede zum Beispiel von jeglichen bekannten Elementen ist, vor denen wir uns schützen müssen, angenommen von dem in China gefundenen Coronavirus, dann können wir ihn hier einfach lokal nach der Bezeichnung hervorheben und auch, indem wir diese drei Sphären aufteilen, die Strahlen direkt konkret auf dieses Element richten, sodass es dort, wo sie sich befinden, nicht vorhanden ist. Ebenso können wir im Prinzip auf solche Weise auf beliebige Entfernung anderen helfen. Frage. Diese Strahlen können zwischen allen Sphären hindurchgehen, nicht nur zwischen der dritten und vierten? Antwort. Zwischen der Sphäre des steuernden Hellsehens und der steuernden Prognose und zwischen der Sphäre der steuernden Prognose und des Bewusstseins können wir zwei Strahlen richten, die vom physischen Körper ausgehen, und wir können uns mit diesen zwei Strahlen zum Beispiel im Prinzip vor dem Coronavirus schützen. Frage, und wohin wird noch der Strahl gerichtet? Einfach in den Raum? Ja, wenn einfach in den Raum, dann geht die Normalisierung komplex, quasi im Radius von 20, 1000 Meter und höher. Wenn wir sie zum Beispiel konkret auf das Coronavirus, die Strahlen richten, das in China entdeckt wurde, dann stellt sich heraus, dass die Wirkung konkret ein Schutz sein wird. Dann geschieht die Neutralisierung des Coronavirus. Und wie kann man konkret auf Coronavirus richten? Zu diesem Zweck ist es notwendig, in einem Radius von beispielsweise über 20 Meter Informationen des Virus hervorzuheben und diese Strahlen direkt darauf zu richten. Und das ist alles. Das heißt, indem wir auf solche Weise einen bestimmten Sicherheitspol in der Bewegung bei der Entwicklung künftiger Ereignisse gewährleisten, müssen wir auch berücksichtigen, dass die Norm überhaupt überall sein sollte. Frage. Und wie überall? Das heißt, jeder macht es für sich selbst und deshalb ist es überall? Antwort von Grabovoi. Dazu gehört nicht nur die äußere Umgebung, sondern unbedingt auch alles, was innerhalb des Organismus selbst ist. Das heißt, in Übereinstimmung mit der Technologie gerade der Gewährleistung des ewigen Lebens soll der Organismus zu jedem nächsten Zeitpunkt gesund sein. Deshalb ist es bei einer solchen Erschaffung der Ewigkeit in der äußeren Umgebung unbedingt notwendig, gleichzeitig eine Konzentration auf die Gewährleistung der Ewigkeit innerhalb des Organismus selbst durchzuführen. Und für ein solches Lenkungsverfahren, das ich jetzt mitteile, reicht es aus, bei der Lenkung auf die äußere Umgebung sich einfach auf die Ebene der Lungen und die Ebene des Halses zu konzentrieren. Lungenatmungssystem und Hals. Der ganze Hals als, sagen wir mal so, eine materielle Struktur. Und man kann darauf achten, hier öffnet sich ein ganz neues Prinzip in der Lenkung, über das ich bisher nicht berichtet habe, gerade beim Thema Erschaffung der Ewigkeit. Wenn die Ewigkeit in irgendeinem Element der äußeren Realität geschaffen wird, reicht es aus, sich auf zwei oder drei Elemente innerhalb des Organismus, auf Organe oder Systeme zu konzentrieren. Und in diesem Moment vollzieht sich die Gewährleistung der Ewigkeit für den Organismus selbst, für den physischen Körper. Und nun möchte ich dem Seminarthema meine Lehre über Gott, Steuerung im Bereich der Ewigkeit, noch weitere Informationen hinzufügen. Hier möchte ich einfach ein Element gerade aus der Sicht der dynamischen Steuerung hinzufügen, das die bereits von mir bezeichneten Sphären verbindet. Die vier Sphären der Steuerung. Worin besteht eine Steuerung? Wir können diese vier Elemente, das heißt die vier Sphären und die vereinigte Sphäre des steuernden Hellsehens und der steuernden Prognose aus Sicht der Zeit und Raumsteuerung nutzen. Das erste Element besteht darin, die Zeit in der Vergangenheit zu dehnen, um mehr Zeit für die Normalisierung der vergangenen Ereignisse zu haben. Nun, zum Beispiel gab es ein Ereignis in der Vergangenheit, das verbessert oder normiert werden muss. Es braucht Zeit. Dafür wird das Ereignis, das zu verbessern ist, in der Vergangenheit quasi in der Zeit gestreckt.
Und dann erhalten sie in der aktuellen Zeit mehr Zeit, um diese Ereignisse der Vergangenheit zu korrigieren. Denn wenn wir in dieser Steuerung ein vergangenes Ereignis normieren, dann bringt es keinen Schaden in der aktuellen Zeit und dementsprechend auch keinen Schaden in der zukünftigen Zeit. Um die Zeit in der Vergangenheit zu dehnen, ist es notwendig, die Sphäre des Bewusstseins hinter die Sphäre der Seele zu stellen. Das heißt, auf der negativen Achse, quasi mehr links auf der Steuerungsachse. Und da die Steuerung gerade im Bereich der Ewigkeit stattfindet, können wir aus der gemeinsamen Sphäre des steuernden Hellsehens und der steuernden Prognose gerade die Handlung des steuernden Hellsehens hervorheben. Das heißt, da die Steuerung im Bereich der Ewigkeit geschieht, müssen wir aus der vereinigten Sphäre des steuernden Hellsehens und der steuernden Prognose die Handlung des steuernden Hellsehens hervorheben und anhand dieser Handlung die Zeit in der Vergangenheit mehr verdünnen, mehr ausdehnen, indem wir diese Handlung zwischen die Sphäre des Bewusstseins und die Sphäre der Seele richten. Und das nächste Element der Steuerung im Bereich der Ewigkeit: die Sphäre der Seele wird in der unendlichen Zukunft, im Bereich der unendlichen Zukunft untergebracht. Und die Strahlen, die durch diese Sphäre gehen, werden durch die Sphäre des Bewusstseins vergrößert und gelangen an den physischen Körper, wodurch der physische Körper ewig wird. Im Prinzip möchte ich heute nur zu diesen beiden Themen zusätzliche Informationen hinzufügen, sodass ich für heute das hinzugefügt habe, was ich wollte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche allen alles Beste, ein harmonisches, ewiges Leben. Auf Wiedersehen. Das ist viel Information wieder. Okay?